Der Außenseiter führt mit 2-2. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1-0 für Westenbergs Freund. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Oh, gehalten, gehalten. Das ist die Führung für Bielefeld, meine lieben Leute. Also die, es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Also es ist ein Trauerspiel. Berisha schießt und trifft. Simonic muss jetzt treffen. Er muss jetzt treffen, ansonsten sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus. Schießt. Okay, er ist drin. So, Miliz, bitte. Jetzt musst du halten, mein Guter. Jetzt musst du halten. Ansonsten ist der Sack hier zu. Und Gregorio. Hält! Wahnsinn, Miliz, Wahnsinn! Forza. Sehr schön, das ist der Ausgleich. Wieder, er steht wieder zu Null. Meine lieben Güte, also mir fällt das Herz. Ich fliege gleich runter. Also ich kriege einen Herzkollaps hier. Miliz! Ach, knapp vorbei. Ärgerlich. Alaba, der sich so schlecht präsentiert hat. Oh nein, ich glaube es nicht. Nein, nein, nein. Oh, er setzt rein! Gott sei Dank, Junge. Da hat er mal Nerven bewiesen. Also, meine Güte. Bollmann. Miliz hat gehalten! Und wenn jetzt Emre schießt, wenn jetzt Emre trifft, dann sind wir durch, meine Lieben. Dann sind wir durch. Emre? Nein, das ist doch unglaublich. Nein, der erfahrenste von allen Spielern, der will daneben. Ich werd verrückt, meine lieben Leute. Ich werd verrückt. Bielefeld wieder. Vorbei! Das ist es! Und jetzt Petersen. Junge, machen rein. 19 Jahre jung. Hat er die Nerven? Hat er sie? Ja, er hat sie! Also, meine lieben Zuschauer, die Stimmung ist ja schon mal atemberaubend hier im Olympiastadion in Berlin. Ich begrüße euch recht herzlich, euer Vermerken zum DFB-Pokalfinale FC Bayern München gegen unsere TSG. Ein Spiel, ja, zwei Mannschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn man so möchte eigentlich. Traditionsverein trifft Retortenclub, muss man bald so sagen. Aber so ist es nun mal. Aber die Saison hat gezeigt, wir haben die Möglichkeit, heute Großes zu erreichen. Und ja, den Bayern die Träume vom Triple nochmal kaputt zu machen. Meister sind sie schon geworden. Das kann ihnen keiner mehr nehmen. Aber Champions League und auch hier heute DFB-Pokal, das haben sie noch nicht im Sack. Und wir haben gute Chancen, denn Bayern hält uns mittlerweile, glaube ich, schon wie so eine Art Angstgegner. Zuletzt 4-1 haben wir gewonnen gegen sie in der Allianz Arena. Und das ist mehr als begeisternd gewesen. Das war ein ganz, ganz großes Spiel. Ich glaube, es war der 22. Spieltag. Meine Lieben, ich begrüße euch ja nochmal erneut. Wir sind in Blau, Himmelblau, die Bayern im gewohnten Rot. Und ich hoffe mal wirklich, dass das hier ein grandioses Ende trägt, das letztlich unsere Farben trägt. Ich fange schon an zu reimen, vor lauter Begeisterung, meine Lieben. Okay, Sigurdsson am Ball. Wir gucken auch mal gleich in die Aufstellung rein. So, einmal die Chance. Salihovic unten, aber Butt packt zu. Unsere Aufstellung sollte euch klar sein. Emre spielt natürlich, Gylfi Sigurdsson auf der linken Seite, rechts spielt der gute Tobias Weiß, der auch eine sehr starke Saison gespielt hat. Als weiteren haben wir noch Salihovic, den Spielmacher des Jahres, den Spieler des Jahres, gewählt von seinen Kollegen der Bundesliga-Saison. Und da war die Möglichkeit für uns. Da unten ist nochmal Tobias Weiß, bringt nochmal hoch rein, Ibisevic. Oh, das war schon knapp, mein lieber Schieber. Die Bayern spielen auch eigentlich in Bestbesetzung. Gustavo ist dabei, Badstuber und Lahm natürlich... Lahm diesmal in der Innenverteidigung. Aldin Top spielt dafür auf die rechten Verteidigungsposition. Als weiteren haben wir der Schweinsteiger, Groß, Ribery, Robben, Müller und Gomez. Also die Millionenparade ist perfekt, möchte ich mal so sagen. Über 300 Millionen ist der Verein wert, an nur der Kader als solches. Ich denke mal, da werden wir eine ganze Menge Spaß haben. 50 Minuten sind gespielt, die erste Chance, die konnten wir verbuchen. Das ist die nächste und Butz packt wieder zu. Lappa auch. Eine richtig gute Entwicklung gemacht. Eigentlich jeder unserer Spieler hat sich gut präsentiert. Es gibt eigentlich gar keine Ausfälle. Einen zum Beispiel, unsere Laie von Bayern München, der Alaba, der kam gar nicht rein. Und haben wir dann auch gleich aussortiert. Und wieder die Chance für Hoffenheim. Wir fahren hier die Bayern wieder an die Wand, so wie es aussieht. Wieder schön früh gestört. Salihovic am Ball. Der kann den Ball gut verteilen auf Sigurdsson. Sibisevic. Die einen oder anderen werden sich fragen, ja, warum spielt denn Ryan Babel nicht? Das ist einfach, sag ich mal, der etwas defensiveren Taktik geschuldet. Jetzt wieder die hohe Flanke von Sigurdsson und wieder vorbei. Unglaublich. Aber das kennt man, man muss aufpassen, jetzt haben wir viele Chancen, nicht, dass wir uns jetzt gleich zu sicher fühlen und dann einen schnellen Konter reinlaufen. Toni Kroos jetzt auf einen Robben.
der zentral spielt. Und wieder Sigurdsson. Auf Salihovic, rüber zu Bisevic. Lappa. Schönes Direktpassspiel mit Salihovic. Jetzt ein bisschen Raum machen, sehr gut. Den Ball hat er sich erkämpft, Salihovic. Versucht es mal direkt. Und das hat drin, 1:0. Was für ein Schuss. Ganz, ganz stark, Salihovic. Er stellt es wieder unter Beweis, dass er einer der Spieler des Jahres ist. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Diese Aktion von ihm ins linke untere Eck und der ja etwas langsamere, da sind ja auch die erfolgreichen Pässe, da führen wir ganz klar, eindeutig. Und Salihovic und der langsame Butt kommt da nicht mehr ran, kriegt den Ball, den Finger nicht mehr dazwischen. Schweinsteiger sieht da auch schlecht aus, kann sich nicht gegen Salihovic durchsetzen. Das ist die 1:0 Führung für uns, meine Lieben. Wahnsinn, hier im Pokalfinale, hier zählt jedes Tor. Jedes Tor zählt hier. Jetzt gibt es keinen mehr. Ja, beim nächsten Mal wird es besser. Hier ist, wenn wir heute gewinnen, ist der Sack zu. Und wir können den Pokal mit nach Hause nehmen. 28 Minuten gespielt. Die Bayern natürlich, die sind eigentlich auf Revanche-Kurs, aber so nach. So sieht das nicht aus. Danach sieht es nicht aus. Momentan eher verhalten. Keine Ideen. Wenig Spielaufbau. Zu langsam. Jetzt Schweinsteiger. Mal schnell. Arjen Robben. Auf Toni Kroos. Das ist wieder Schweinsteiger. Der spielt zu Thomas Müller auf der rechten Seite. Der kann sich nicht durchsetzen. Sehr schön gemacht. Forsa mit dem Rückpass. Vorsichtig. Ablenken nochmal den Ball. Sehr schön. Und Kompa kriegt den Ball jetzt endlich weg. Ganz stark. Das gibt einen Foul. Stürmerfoul von Müller an Kompa. Gibt nochmal den Freistoß für uns. Das bringt Ruhe rein. 33 Minuten. Das sah schon richtig gefährlich aus von den Bayern. Weit nach vorne. Unsere Abwehrreihe steht auch ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Da könnte man in der zweiten Halbzeit ein bisschen defensiver noch vorgehen. Salihovic nun. Auf Emre. Über zu Sigurdsson. Das ist wieder Emre. Jetzt wird den Ball abgenommen. Da ist Mario Gomez nur mit einem Robben im Pass. Robben rüber auf Thomas Müller auf der rechten Seite. Hat aber einen guten Kompagnon an unserer Adresse. Der gute Gylfi Sigurdsson geht da schön hinterher. Auch Marvin Kompa steht ganz sicher und greift früh an. So wie jetzt zum Beispiel. Das zwingt ihn jetzt zum Abspiel und verschafft wenig Raum für die Bayern. Sie müssen erstmal versuchen aufzubauen. Ribéry noch gar nicht am Ball gewesen, der auf der linken Seite spielt. Der ist sehr schön gemacht von Simonic. Jetzt auf Sigurdsson. Das ist Ibisevic. Füße über zu Kompa. Sehr stark von der linken Seite aus agieren wir. Ganz sicher. Emre. Wieder auf Sigurdsson. Macht ein ganz, ganz großes Spiel. Zieht ein bisschen nach innen. Das ist Emre nun. Wird jetzt kriegt den Ball abgenommen. Aber landet wieder in unseren Reihen. Jetzt aber rechten Seite Tobias Weiß. Hat viel Platz. Der kann gut flanken. Der kann das gut. Bringt ihn hoch rein. Und ja. Befreiungsschlag der Bayern. Das war diesmal war das Altintop. Simonic. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft bereits. Jetzt könnte eigentlich abpfeifen, dann können wir nochmal Kräfte sammeln. Das ist ziemlich anstrengend, glaube ich, auch für unsere Spieler gegen einen so agilen Gegner wie die Bayern, das Tempo beizubehalten. Andreas Beck nun. Bringt ihn hoch rein. Ibisevic. Aber kommt nicht richtig ran. Das ist die Halbzeitpause, meine Lieben. 1:0 ist die Führung und das sieht schon richtig gut aus. Macht schon mal die Sektkorken klar. Ist, glaube ich, es geht Richtung Meisterfeier bzw. Pokalsieg. Bis gleich. So, meine Lieben, eine Aussetzung habe ich vorgenommen. Wir gehen noch ein bisschen defensiver. Kevin Panowitz kommt für Penny im Lapper. Wir spielen jetzt nur noch mit einem Stürmer. Panowitz gesellt sich neben Emre ins defensive Mittelfeld und ja, arbeitet noch ein bisschen weiter nach hinten, um noch ein bisschen weniger Raum den Bayern zu ermöglichen. Wir schauen mal, wie es geht. Müller nun am Ball auf der rechten Seite. Das ist Altintop. Spielt auf Schweinsteiger. Wieder Müller. Der bringt den Ball nun, aber kann sich nicht durchsetzen. Sehr schön gemacht vom Vorsaal. Kriegt den Ball abgenommen von Gomez. Simonic scheitert ebenfalls an Gomez. Nun Ribéry am Ball. Was macht er raus? Das ist Toni Kroos auf Luis Gustavo. Der kennt unsere Schwächen sicherlich noch. Andreas Beck nun spielt zurück auf Miliz und der bringt den Ball weit nach vorne. Nun die Bayern wieder am Zug. Ein Robben. Das ist Schweinsteiger unten. Über zu Altintop. Versuchen es jetzt über rechts. Weiter Ball, aber da oben kommt Ribéry, der ist sehr schnell, wesentlich schneller. Bringt den Ball rein, Miliz packt sich ja zu, macht sich ganz lang und greift den Ball, bevor der Stürmer zum Einköpfen kommt. Sehr schön. Schweinsteiger nun. Wieder jetzt sind die Bayern im Aufwind, machen jetzt immer mehr Druck. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht uns an die Wand spielen lassen. Denn mit dem Rücken dazu stehen wir schon mit der 1:0-Führung, sicherlich. Wollen die Bayern nochmal zurück ins Spiel finden. Das ist wieder Schweinsteiger. Auf Müller. Nun ein Doppelpass mit Robben, aber das sah ein bisschen unkoordiniert aus. Jetzt Müller runter auf Altintop.
bringt den direkt, okay, der schönen Porter, bringt den Ball wieder raus. Bisschen ungenau, mehr Befreiungsschläge, lange Bälle, kommen wir nicht wirklich wieder zurück ins Spiel, wir brauchen mal eine ruhige Phase jetzt. Müller wieder am Ball, bringt den Ball nur wieder rein, der ist schon abgelenkt, das ist wieder Forza, bringt den Ball nach vorne, erneut die Bayern am Ball, jetzt ist es wirklich gefährlich, wir müssen wir aufpassen, wir etwas Ruhe reinkriegen und, ja, uns zu konzentrieren, neu zu sortieren und vielleicht aus, aus der sicheren Abwehr heraus mal ein bisschen, ja, das Spiel aufzubauen, ein paar Minuten gut machen, die Bayern sicherlich dann im Spielfluss stören würden. Nun Alpintop. Auf einen Robben, die Spannung steigt, das Stadion ist auch relativ ruhig geworden, muss ich sagen. Unsere Fans sind nun natürlich auch in Unterzahl gegen die Bayern-Fans. Das ist nun mal einfach der Vereinsgröße geschuldet, möchte ich sagen. Aber auch ein Haufen Berliner sind hier, die sicherlich uns die Daumen drücken als den Titelverteidiger bzw. Ja, Rekordmeister. Ein Robben. Franck Ribéry auf der linken Seite. Spielt wieder zu Robben. Die beiden im Duell oder im Duo ist sicherlich immer für Gefahr. Gut, meine Lieben. So, fehlen ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen jetzt, ich sitze ein bisschen wieder auf Kohlen. Ich habe mich auch schon festgekrallt an meinem Schreibtisch und an meinem Schreibstuhltisch und liebe Zeug, liebe Leute. So, Thomas Müller kriegt die gelbe Karte. Das bringt ein bisschen Ruhe rein. Das ist der Abstoß für uns oder der indirekte Freistoß wohl eher. Mal schauen, was er daraus macht. Jetzt wollen wir mal gucken, dass es ein bisschen ruhiger wird. Wir können noch eine Auswechslung vornehmen, ja, ähnlich wie die Bayern. Jetzt kommt Ottl wieder für Gustavo. Ich würde sagen, für Sigurdsson, der jetzt schon ein bisschen schwach ist, der viel gelaufen ist. Für ihn kommt jetzt Ryan Babel. Ryan Babel geht ein bisschen offensiver rein. Vielleicht können wir nochmal die eine oder andere Chance nutzen, schnell nochmal zu Zuge zu kommen. Als weiteren haben wir noch Obasi sowie Nils Petersen. Petersen bringe ich dann kurz vor Schluss noch für Ibisevic. Und das, denke ich mal, wird eine gute Alternative sein. Da kommt auch schon Ryan Babel, unser Einkauf von Liverpool aus der englischen Liga. Nun der Freistoß. Schön gemacht auf Emre. Der wird gefoult. Das sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Das ist eine gute Position für den Indirekten, um diesen auch zu verwerten. So, das ist die gelbe Karte nun für Ottl. Der ist noch keine 3 Minuten drin. Und schon mit dieser Aktion gegen Emre. Ja, der ist vorbestraft. Da muss er aufpassen. Danny Schwarz kommt für Philipp Lahm. Wieder Auswechslung, die kein Mensch nachvollziehen kann, aber der Trainer wird sich schon was dabei denken. Nun, Salihovic, indirekt. Hovic. Gut, kommt aber diesmal ran, aber das sah schon richtig gut aus. Sehr schön gemacht, Salihovic nun. Verliert den Ball dort. Arjen Robben nun am Ball. Geht aber auch nicht alleine durch, sieht gleich, dass wir zurücklaufen. Wir verteilen uns sehr gut gleich wieder mit unserer Viererkette nach hinten. Auch die beiden defensiven Leute wie Panovic und Emre sind sofort zur Stelle und wissen, worum es heute geht. Weiter Ball auf Ryan Babel nun. Auf der linken Seite, sehr schöner Pass zu Marvin Kompa, ganz sicher. Nun Babel wird rüber zu Ibisevic, der sieht auch, dass sich oben Salihovic freiläuft. Kompa nun spielt wieder zu Ryan Babel und er hat jetzt die Möglichkeit reinzuflanken und unten ist Salihovic. Aber wurde gleich gedeckt. Nur die Bayern nun wieder am Ball. Gomez, 10 Minuten noch zu spielen. Ich denke mal, an der Stelle werden wir auch den guten Nils Petersen für Ibisevic bringen, der noch ein bisschen Kraft hat vielleicht im Sturm. Gomez, Danny Schwarz. Peter den Ball abgenommen, sehr gut. Jetzt Ryan Babel, au. Verliert er den Zweikampf gegen Danny Schwarz, der holt sich den Ball zurück, macht seinen Fehler wieder wett. Wird aber nun gefoult von Ryan Babel und das gibt nochmal einen indirekten Freistoß. Denke ich mal, gar nicht so schlecht. Gleich zu stören. Indirekt kann sich Grün noch eine gelbe Karte einfangen. Da kommt Petersen nun für Vedat Ibisevic. Und noch eine Auswechslung bei den Bayern. Wer ist das? Klose! Ja, es riecht schon wieder nach Tor, muss man so sagen. Klose ist immer für ein Knipser-Tor gut. Für Altintop. Okay, sehr schön gemacht, Miliz. 84. Minute. Das Bier schmeckt umso besser, meine Lieben. Das ist jetzt Ryan Babel. Geht weit nach innen ins zentrale Feld. Salihovic nun auf Nils Petersen. Der sucht und findet Salihovic rüber auf Tobias Weiß. Der wieder Platz. Er wird gar nicht gedeckt. Bringt jetzt den Ball hoch rein. Ryan Babel steht unten einschussbereit. Und das macht er dann raus. Wird den Ball abgenommen. Von dem Fuß geklaut. Von Hans-Jörg Butt. Da war er ein bisschen zu zögerlich. Hätte direkt mit der Pickel den Ball verwerten sollen. Und dann wäre das 2-0 da gewesen. Und das wäre eine ganz, ganz große Geschichte. Denn hier 2 Minuten vor Schluss. Tobias Weiß nun. Wird viel zu wenig gedeckt, meiner Meinung nach. Aber das müssen die Bayern für sicher verbuchen können. Die Träume vom Drittel, denke ich mal, liegen hier zugrunde der Bayern. Aber das soll uns nicht stören. Wir können uns unseren ersten Titel in unserer ersten Saison einheimsen. Und das wäre eine ganz, ganz starke Geschichte. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt ist Zittern angesagt, meine Lieben. Wieder Foul, diesmal von Robben. Ja, das war ein bisschen zu grob, mein Lieber. Also Andreas Beck nochmal mit einem indirekten Freistoß. Ich denke mal, da bringt man weit nach vorne rein.
auf die Mitte zu Emre. Der versucht direkt. Oh! Das war schon gut. Das war schon gut. Macht er einfach. Ist egal. Er kann einfach mal schießen. So, ich denke mal, das ist gelaufen. Der Schiri guckt schon auf die Uhr. Das ist der Abpfiff. PSG 1899 Hoffenheim gewinnt den DFB-Pokal mit einem, ja, glücklichen vielleicht, glücklichen 1-0. Aber dennoch solide über die Zeit gebracht. Ja, die Bayern, die kamen nicht ins Spiel. Wir sind nun mal der Angstgegner der Bayern. Ganz klar. Wir sind kleiner Verein mit großen Ambitionen vielleicht. Aber für die Bayern hat es heute gereicht mit einem 1-0. Ich bin begeistert. Unser erster Pokal in der Saison. Das Tor von Salihovic aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Die Bayern haben nicht wirklich Ideen gehabt, konnten ihre Topstars nicht in Szene setzen. Ein Ribéry, ein Robben, ein Schweinsteiger, Gomez, Müller, alle haben ja mehr oder weniger am Spiel vorbei geputzt. Da war die Möglichkeit für Gomez gewesen, die er hätte machen müssen, um die Bayern nochmal ins Spiel zurückzubringen. Auch die Chance von Ribéry, wo Milik ganz sicher zugepackt hat. Gesamtleistung sehr gut.